Tage eines Kärntners in Wien im 65er Jahr, die waren natürlich etwas, ich habe einen Motorradl gehabt, einen alten Buchholer, der halt aus Gefälligkeit noch gefahren ist, muss man dazu sagen, aber wie halt so ein Buch ist, der halt unverwüstlich. Und mit einer Kärntner Nummer, na mehr habe ich ja nicht gebraucht. Das waren, ja, ich habe zwar nie Straf gezahlt, aber dafür habe ich alle netten Koseworte kennengelernt. Die Gescherter, schlechte Ham hinterm Semmering und ja, das war so ziemlich das meiste. Und eigentlich der Gescherte war halt war eigentlich das Vordringlichste in allen Variationen. Speziell, wenn man halt dann doch ein bisschen unbeholfen gewesen ist, mein Gott, na klar, man weiß nicht, wohin fahren, man weiß nicht, aber im Großen und Ganzen hat man sich dann relativ rasch gewöhnt. Ne? Nur dann die Kärntner Nummer hat sich dann auch einmal in eine Wiener Nummer gewechselt und dann war die Sache eigentlich gegessen.